Willkommen wieder, Leute. Es ist soweit. Kapitel 18 darf beginnen. Ein Kapitel, bei dem wir massiv in die Zange genommen werden von zwei Seiten. Oder eigentlich sogar drei, aber wir wollen natürlich hier möglichst schnell durchpushen. Das ist der Plan. Hoffen wir, dass dieser Plan auch aufgehen wird. Zuvor will ich jedoch eine Sache noch machen, die ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen das Rapier von Marv hochschmieden. Das könnte uns noch sehr nützlich sein, nicht nur hier, sondern eventuell auch noch eine kleine Weile danach. Ich denke, die plus 3 hier so sollten uns einen gewissen Vorteil verpassen. Ja, komm, schmied das mal. Jo. Ich mach den Klassiker wieder draus. Ich mach da keine große Sache. Wie immer, für mich ist ein besseres Rapier einfach das Aalsrapier. Das taugt voll und ganz. Alright, Leute. Sehr schön. Wunderbar, da haben wir auch mal eine etwas bessere Waffe. Generell bin ich in Mystery noch gar nicht großartig dazu gekommen, irgendwas zu schmieden. Aber der Effektivschaden von dem Teil dürfte noch ziemlich nice sein. In dem Kapitel insbesondere und vielleicht auch noch später, das kommt ganz darauf an, rapiert er glücklicherweise noch ordentlich Anwendungen im Petto. Das dürfte spannend werden. Ansonsten hätten wir theoretisch ja auch noch Stat-Booster zu verteilen. Ich bin mir allerdings absolut unsicher, wie ich das machen will. Falls wir doch noch Tiki ein bisschen trainieren wollen, könnten wir ihr noch ein Geheimbuch geben, aber es ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Sie hat jedenfalls am wenigsten Fähigkeit, also gegebenenfalls ist das zumindest noch eine Möglichkeit, die wir hätten. Ich glaube, ich mach das. Legen wir es drauf an, Leute. Ich glaube, das lohnt sich noch. Talisman ist recht irrelevant, es gibt hier ja eh keine Mages, wie wir sehen. Okay, ja, Stärkungsleute, Alter, aber greifen wir nicht an. Eben. Dreimal gleich. Das heißt, wenn wir hier nicht kurz einen Prozess machen, haben wir richtig, richtig, richtig viel nerviges Zeugs vor uns. Ugh, das könnte lästig werden. Ach ja, und ich werde wahrscheinlich, wenn dann zwei Heiler holen, wie immer. Heißt, dass ich hier gegebenenfalls einfach noch eine Erholung und einen Purgativ dir gebe oder so. Dass wir da ganz gut vorankommen und du kriegst noch irgendein anderes Buch, zum Beispiel eine Sturmböe in die Hand gedrückt. Mein Gott, habe ich viele Bücher. Ich sollte sowieso mal aussortieren, Leute. Das ist ja furchtbar. Ach, warte mal. In Katharina könnte ich das mal testen. Ob er theoretisch die Möglichkeit besitzt, Excalibur zu nutzen. Einfach nur so. Ich will das mal ausprobieren. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Weil männlich, aber weibliche Kopie oder so. Das könnte echt spannend werden, aber mal gucken. Whatever, Leute. Jetzt wird's jedenfalls richtig ernst. Und wir können noch kurz in die Kaserne gucken. Ein bisschen Zeit vergangen ist. Und wir kriegen einen Fähigkeitstrank, okay. Und einen Resistenztrank. Sachen, die ich jetzt nicht brauche, einen Spielzeugbogen. Ach, je, oh je. Also lauter unnötiger Quatsch, aber gut. Man kriegt nicht immer das tollste Zeugs. Let's go. Wolf Zedgar, Violent. Habt ihr weitere Vorschläge? Bereitet euch der Plan keine Probleme? Verstehe, redet ihr noch immer so einen Schwachsinn? Seht doch nur, die Altianer sind alle entlang des schmalen Pfades aufgestellt. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Was stimmt nicht mit euch, Rochea? Haben wir vier damals nicht geschworen, für den Kojoten sogar zu sterben? Es war der Kojote, der uns damals von der Sklaverei befreite. Wenn wir Altia hier nicht bekämpfen, dann können wir den Palast nicht schützen. Wollt ihr mir etwa erzählen, ihr wollt, dass Hadin getötet wird? Er hat recht, Prinz Marv möchte Akanea und all seine Bewohner umbringen. Wir werden ihn nicht wüten lassen, sonst wird er noch die Welt an sich reißen. Ich kann es einfach nicht glauben. Der ehrenwerte Prinz Marv würde derart schreckliche Dinge machen? Nennt ihr den Kojoten etwa einen Lügner? Denkt ihr allen Ernstes, er würde zu solch hinterlistigen Taktiken greifen? Genug, Rochea. Ich habe keinen Respekt mehr euch gegenüber. Verratet uns doch, wenn ihr wollt. Zedgar Weiland, brechen wir auf. Wenn wir weiter zögern, werden wir noch festsitzen. Hey, wartet. Ich kann euch nicht im Stich lassen. Schon gut, ich folge euch. Interessant, ein innerer Konflikt. Anscheinend verbreitet man auch noch Lügen über uns. Na, großartig. Die Wolfsgarde von Aurelis. Wir müssen gegen sie kämpfen? Sir, wartet bitte. Wir haben eine Nachricht von einem Botschafter König Aurelis erhalten. Es scheint, als wünscht König Aurelis keinen Krieg. Laut dem Botschafter wünscht sich König Aurelis ein Treffen mit euch im Dorf. Was? Was hat das zu bedeuten? Bewegt sich die Wolfsgarde etwa fernab von König Aurelis Befehlen? Ich weiß es nicht, aber wenn wir verhandeln können, zieht sich die Wolfsgarde vielleicht zurück. In Ordnung. Es wäre für alle das Beste, wenn wir sinnlose Kämpfe vermeiden können. Lasst uns das Dorf aufsuchen. Gut, klingt doch nach einem vernünftigen Plan, lieber Marv. Sehen wir doch mal, ob wir auch einigermaßen vernünftig vorwärts kommen.
Das könnte alles recht übel werden. Aber wir haben die Erdkugel dabei, das heißt, unsere Crit-Rate ist enorm. Und ich habe auch noch Palla als Backup. Das alleine sollte schon mal ganz gut funktionieren. Wir werden sehen, Leute. Ah, ein normaler Treffer, okay. Und ein Crit, jawohl. Sehr schön. Die Erdkugel habe ich ihr nicht umsonst gegeben. Spielt ihren Vorteil bereits aus, zusammen mit dem Meisterbogen. Perfekt, Leute, perfekt. Und er ist jetzt schnell genug auch, um hier zu doppeln. Nutzt Shida-Support und die Erdkugel auch gleich mit. Das ist perfekt. Lol, der crittet auch direkt, wunderbar. Perfekter Beginn. Sehr schön, so habe ich mir das vorgestellt. Das war auch schon der ganze Plan der ganzen Sache hier. So, jetzt kommst du natürlich nicht an die da unten ran, was ein bisschen schade ist. Das ist generell ein großes Problem hier. Ja, das ist es in der Tat. Aber wir müssen das jetzt erstmal regeln, Leute. So, ich setze darauf, dass die sicher einen Speedpoint bekommt. Ehrlich gesagt. Und dann werde ich die Rettung benutzen an der Stelle. Heißt auch, dass ich Nosferatu ausrüste. Für eine Rettung von Cecil. Wobei wir sie eventuell sogar hochheilen müssten später nochmal. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie viel Glück wir da haben. Denn sie jetzt hier einzusetzen bedeutet zumindest, dass wir hier einen Feind sicher loswerden. Aber müssen dennoch auf der Hut sein. So, du brauchst auf jeden Fall jetzt deinen Speedpoint. Das ist ganz wichtig. Darauf baue ich ehrlich gesagt auch. Wow. 70% Wachstum und ihn nicht bekommen ist schlecht, aber gut. Das heißt nicht, dass ich komplett darauf bauen muss. Es wäre nur sehr nett gewesen, aber das ist uns leider gerade nicht so ganz gegönnt. Schade. Egal. Dann werden wir ein bisschen kassieren an der Stelle einfach nur. Aber gut, was soll's. Pappalapapp. Damit kann ich noch einigermaßen leben. Der Silberlanzentyp muss vor allem rausgenommen werden. Der Rest ist relativ irrelevant, aber der stört mich da drüben. Der muss weg. Und danach müssen wir einfach kurz healen und dann passt die Sache schon. Ärgerlich ist halt jetzt nur, dass, ja, es ist hier ein bisschen schade, die Situation gerade. Ich wollte eigentlich halt hier sehr, sehr schnell rüber pushen direkt, aber das ist uns jetzt halt gerade nicht gegönnt, leider. Schade, ein schneller Push ist nicht drin. Man kann wohl doch wieder mal nicht alles haben, was? Aber nun gut. So, wir brauchen jedenfalls. Zum einen würde ich ja ganz gerne auch nochmal duplizieren. Du musst mal die Erholung rüber traden dann, Quatsch im Purgativ. Dass das zumindest klappt, wäre ganz wünschenswert. Ja, Xayn muss ja nicht direkt jemanden duplizieren, aber es wäre vielleicht von Vorteil. Lass mal überlegen, wie machen wir das am geschicktesten? Machen wir eine Marv-Kopie? Ich glaube nicht, dass das hier so gut funktioniert. Aber wartet mal, wir können eventuell noch weiter abschotten. Vielleicht komme ich näher dran, als ich glaube. Hier zum Beispiel, das ist doch alles Hügel bereits. Ja, Hügel, Berge, Hügel. Ich glaube, wenn ich einfach nur dahin fliege, ist das schon mal gar nicht so übel. Der Typ hatte ein Silberschwert, richtig? Genau. Also hier, Hügel, Berge, Ebene, das heißt, hier stellen wir uns hin. Jo, das hilft zum Beispiel bereits, dann ist sie schon mal sicher, sehr gut. Aber das hilft uns noch nicht bei unserem Cecil-Problem natürlich. Das ist das andere. Aber sollte an sich auch nicht so schlimm sein. Wahrscheinlich geht er Richtung Shida, einfach weil sie sich nicht wehren kann. Oder erwartet mal auf der anderen Seite. Ja, oder wäre das zu risky? Lass mal überlegen. Du hast nur einen Rittertod dabei. Nee, das wäre zu risky, weil sie nicht doppeln kann. Sonst würde ich das durchaus machen, aber die Möglichkeit besteht nur nicht unbedingt gerade. Vielleicht können wir noch einigermaßen dicht machen. So ein bisschen zumindest. Außerdem will ich sehen, wie sich die Sache hier entwickelt. Ist mir auch noch nicht so ganz geheuer, aber sieht gar nicht mal so übel aus. Könnte jetzt um einiges schlimmer auch sein. Wir müssen nur irgendwie diesen blöden Stab darüber bringen später. Ich frage mich gerade, was am besten geeignet wäre. So könntest du natürlich auf Distanz angreifen und sie doppelt ja ganz verlässlich. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee, dass wir einfach sie kopieren, glaube ich. Nur das mit den Trails wird ein bisschen schwierig. Wobei doch, ich habe eine ganz clevere Idee, wie wir das machen. Ja, doch, das wird funktionieren, Leute. Das wird funktionieren. Alles klar, wir stellen uns dahin. Dann darf Xayn hier eine Kopie anfertigen. Oder auch hier, das ist eigentlich irrelevant. Machen wir das hier. Da wird sich auf jeden Fall nichts mehr erweitern, das ist klar. Dann kommt der Purgativ einmal rüber und du krallst dir. Boah, ist eigentlich relativ egal, ihr habt ja gleiche Werte. Nimm einen Stahlbogen. Dann imitierst du nämlich erstmal Katria.
Wunderbar, eine Kopie, Leute. Tada, Catria Nummer 2 ist am Start. Yippie. Genau, wobei, du musst ja eigentlich sowieso nur sie mobilisieren. Was mache ich das denn so umständlich? Das Problem ist ja nur, dass sie gedoppelt wird. Aber egal. Das war gerade irgendwie redundant, das Ganze. Egal. Irgendwie irrelevant an und für sicher. So. Bringen sie in einen sicheren Bereich. Was witzigerweise, glaube ich, sogar exakt ausreicht, wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise, er verliert ja sogar 3 Angriffspunkte zusätzlich. Das ist ja wunderbar. Das passt mir natürlich perfekt in den Kram. Gut, gut, Leute. Dann einmal rüberrennen. Und die Sache sollte eigentlich passen. Ah, er geht auf Marv los. Interessant. Na, wenn er das mal nicht bereut, weiß ich auch nicht. Bams! Tut mir wirklich leid. Okay. Jetzt kommt allerdings einiges auf uns zu. Uiuiuiui. Ich glaube aber normal, dass die nicht mehr angreifen, sobald wir das Dorf halt besuchen. Ich glaube auch nicht, dass die wirklich nochmal aggressiv sind danach. Wir müssen da jetzt halt dringend rein. Das klappt im Normalfall auch problemlos, wenn wir ein bisschen zusammenhalten. Und dann sollte die Sache eigentlich auch erstmal gegessen sein. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass sich alle zurückgezogen haben sogar, die halt vom Norden aus angreifen. Und somit hat man auch die Zeit. Keine Sorge. Oh, Prinz Marv, ich danke den Sternen, euch hier treffen zu können. König Aurelis, was führt euch hierher? Ich kam, um den Angriff abzuwenden. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich glaubte, Adin wäre auf Akaneas Seite, aber ich habe mich geirrt. Aurelis wird sich in dieser Angelegenheit zurückhalten. Meine Ritter werden nach Hause zurückkehren. Ich verstehe eure Hoheit, aber ich wünsche auch keinen Kampf. Bitte vergebt mir, dass bereits so viele Aurelianer ihr Ende finden mussten. Oh, dann stimmen die Gerüchte wohl. Ich bin alt und fragil und habe keine Kinder. Nun wurde mein Bruder, dem ich einst vertraute, zu... so etwas. Prinz Marv, ich habe eine Bitte. Beschützt Aurelis für mich, ich vertraue euch alles an. Als Zeichen der Allianz überreiche ich euch diese Kugel. Eure Hoheit, Herr Dienst. Kümmert euch nicht um meinen Bruder. Ein Ritter sollte den Rittertod sterben. Das war schon immer sein Schicksal. Die Lebenskugel, Leute. Ah ja, die vorletzte quasi. Die letzte wäre ja nur noch die Dunkelkugel. Die Lebenskugel regeneriert jeden Zug 20 KP, wenn getragen. Oh, Leute. Damit könnte man ein bisschen General-Action auf jeden Fall ausarbeiten, wenn man das möchte. So, ich war mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass die sich komplett zurückziehen. Ich glaube, selbst wenn man sie jetzt angreift, ich hoffe, das war so. Sonst habe ich sogar ein klitzekleines Problem, weil ich werde das jetzt eiskalt ausnutzen. Diesen Gedankengang, der hoffentlich stimmt. Ansonsten rip me. Sonst ist das eine totale Pleite. Das werden wir jetzt gleich sehen, Leute. Ob da was dran ist oder ich absolut am Failen bin gleich. Oh, sieh mal eine an. 39 Damage sogar. Hui. Das ist viel mehr, als ich dachte. Meine Güte. Theoretisch wäre sogar das einigermaßen safe mal möglich. Das ist eigentlich ganz cool. Weißt du was? Ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich meine, dass die sich alle zurückziehen. Weil so gesehen sind eigentlich nur die Leute da drüben wirklich wichtig. Die decken zwar eine ganze Menge ab, aber nicht so viel. Und wir haben verdammt viele Schützen dabei. Das heißt, der Drachenritter-Squad kümmert mich im Prinzip kein bisschen. Allerdings glaube ich auch, dass Verstärkung kommt und ich habe keine Ahnung mehr, wie die sich in diesem Kapitel hier verteilt. Das könnte halt echt haarscharf nochmal werden. Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Bin sehr gespannt und ich hoffe wirklich, dass ich mich hier nicht täusche. Sonst wird das alles sehr ärgerlich für uns ausfallen. Jo, ich denke mal, diesen Move machen wir auf jeden Fall. Testen wir es aus, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht wie in der Gram-Mission, wo man quasi auch notfalls nochmal sich Verbündete zu Feinden machen könnte. Wobei, die werden ja auch noch als Feind angezeigt, aber ich glaube nicht, dass die aktiv sind. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe wirklich, dass ich damit recht behalte. Sonst, wie gesagt, haben wir so ein klitzekleines Problem. Oh, sogar das würde ganz gut funktionieren. Ja, du doppelst sogar das meiste, ist ja interessant. Ja, das hier ist nicht schlecht. Ich glaube, mit Aura zusammen könnte man durchaus durchkommen, oder? 29 plus 30. Ja, das würde reichen. Das würde auf jeden Fall gehen. Du steigst ja sowieso sofort auf.
Okay, probieren wir es einfach mal. Ganz im Ernst, so. Da mir ein Erfahrungspunkt reicht, ist das völlig in Ordnung. Oh lol, da crittet sie, Mensch. Das wollte ich eigentlich nicht, weil, ja, ihr wisst ja, ne, Erfahrung lieber verteilen und so, aber kaum Geschwindigkeit. Ja, ein Geschwindigkeitspunkt, Leute. Und sogar Stärke und Verteidigung. Ich pack es nicht. Diese Minerva. Endlich. Ein erstes wirklich vernünftiges Level-Up, wo wir ausnahmsweise mal Geschwindigkeit bekommen. Wow. Mein Wunsch wurde erhört, Leute. Es gibt noch Gerechtigkeit auf dieser Welt. Juhu. Okay, ich mach das jetzt aber so, damit einfach jeder noch ein bisschen drankommt. Dass Chris unten auch noch was zu tun hat. Okay. Ja, so wird das was. So kann es losgehen. Ja. Gibt alles, Leute. Nochmal richtig fett draufgehauen. Oh. Da haut er den nächsten Crit einfach mal raus. Krass. Ja, da ist ja schon ein Teil der Wolfsgarde einfach nur noch unterwegs. So ein paar Reiter sind da noch und das war's. Cool. Das ist ja cool. Warte mal, du würdest dann auch platt machen, oder? Ja, Rochea ist mir irrelevant, weil die fliehen garantiert, das weiß ich. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob die anderen halt auch fliehen. Katria, in Anführungsstrich, alter, 53 Crit. Das liegt jetzt auch wieder an der Erdkugel, was? Ich könnte die sogar noch rüber traden. Dann würde ich richtig ausrasten können. Warte, Fina wurde bereits bewegt? Ja, ne? Ach ja, die haben ja benutzt, um Marv überhaupt hinzubringen. Ja, stimmt. Der kann auch gerade die Lebenskugel echt gut nutzen. Das gefällt mir echt ganz gut. Okay, auf Rochea darf ich ja gar nicht einprügeln. Das wäre ein bisschen suboptimal. Verbündeter, bam, tot. Oh, so bitter, dass Katharina tatsächlich keinen Geschwindigkeitspunkt bekam. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, die guten 70% sind im Keller, Leute. Okay, wir müssen eigentlich gar nicht viel machen. Uns reicht ja hier der Stahlbogen, wow. Mann, deine Crit Rate ist halt auch verdammt hoch. Aber klar, wer Katria kopiert, der ist halt nun mal da ganz gut mit dabei. Aber auch hier ist man uns wohlgesonnen. Sie crittet sich glücklicherweise doch nicht durch. Und so können wir auch hier ein bisschen noch pushen. Cool, oder? Ja, wir gehen auf jeden Fall auf die Sicherheit. Muss ich halt leider machen bei Tiki, geht nicht anders. Leider, ne? Flop. Aber kein Thema. Alles machbar hier. Schön. Schön, Leute. Ja, hier kommt erstmal soweit, glaube ich, auch keiner mehr. Ja, da kommt halt einigermaßen weit. Ich habe halt keine Ahnung mehr, ne? Weil das wäre jetzt nur noch die Wolfsgarde. Boah, ich hoffe wirklich, dass die auch am Fliehen waren. Sonst wäre das ein bisschen mies. Das wäre so das Einzige, was jetzt wirklich, wirklich doof wäre. Ja, aber ich denke schon, dass wir da auf der sicheren Seite noch sind, oder? Bin mir echt relativ sicher. Ich hoffe es wirklich. Mehr als hoffen kann ich tatsächlich gerade auch nicht wirklich. Also sammeln wir uns wieder in der Mitte. Ich habe, wie gesagt, auch keine Ahnung, woher die Verstärkung kommt, etc. Das kann jetzt gleich richtig lustig eskalieren. Ich werde jetzt nicht den Save Point nutzen, weil so oder so, ne? Das gilt jetzt wirklich nur, dass wir das in Erfahrung bringen. Ich werde mich da reinstellen, weil auch da haben wir keine Ahnung, so wirklich. Ah ja, guckt, sie gehen wirklich alle weg. Sehr, sehr gut. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Erfahrung rausgeholt, so gesehen, ne? Das war dann sehr, sehr klug, dass wir darüber sind. Und Marv ist jetzt sogar relativ tanky mit der Lebenskugel, zumindest über Rundenverteilung hinweg betrachtet. Das ist schön. Ja, so gesehen ein sehr erfolgreicher Start in diese Mission. Wunderbar. Ist eigentlich auch eine schöne Mechanik. Du wirst am Anfang halt ein bisschen gepusht, aber es ist schon großzügig genug, dass du da durchkommst. Und glücklicherweise selbst auf dem Grad noch so eingestellt, dass die auch wirklich nicht mehr aggressiv werden. Auf keinen Fall darf man sie übrigens erledigen. Man sieht ja schon, die sehen so ein bisschen anders aus. Klar, dass das mit denen noch mehr auf sich hat, ist ja logisch. Man kann sie hier allerdings nicht rekrutieren. Braucht man nicht zu versuchen. Das wird noch ein bisschen dauern. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. All right. Gut. Ja, jetzt müssen wir so allmählich darüber pushen. Das ist auch wichtig. Der wird sich automatisch regenerieren. Da habe ich überhaupt nichts zu befürchten. Aber das wird jetzt gleich richtig spannend. Ihr seht ja, das hier ist Chaos pur. Das ist ein Desaster. Und ich habe halt keine Ahnung mehr wegen Verstärkung. Das macht mir halt noch richtig, richtig Sorgen. Aber ansonsten ist es, denke ich, alles recht safe schon. Wir sind hier halt nicht schnell genug zum Doppeln oder so. Das wird nicht klappen. Leider. Das kann auch generell nicht funktionieren. Aber zumindest kommen die so ein bisschen weiter als der Durchschnitt, oder?
Ja, leider sind halt wieder Ballisten aufgestellt. Das ist immer nervig. Hör. Ja, das ist unangenehm. Und hier ist vor allem ein Meisterlanzentyp direkt vorne. Der hat allerdings nur 29 Ritt. In Anführungsstriche nur. Da würde uns ja quasi nur einer treffen, ne, von denen. Das ist der mit 32. Wenn da jetzt eine Shida steht, die hat jetzt 30 Luck, die würde nicht gecrittet werden können. Problem ist, jetzt ist sie natürlich eine Scharfschütze. Das heißt, die 30 Luck sind hier ein bisschen fehl am Platz. Weil ich könnte sie zwar aufstellen, aber sie kontert ja auch nicht. Hm, interessant. Aber wir müssen sowieso noch ein bisschen, glaube ich, unsere Züge verbrauchen mit Healing. Auch das wäre, glaube ich, wünschenswert. Hui, das könnte noch sehr spannend werden, je nachdem, wie halt die Verstärkung auftritt oder auch nicht. Das war jetzt halt wirklich so erstmal die Schonkur in dem Ganzen. Wie sieht's denn aus, wenn wir da drinnen stehen eigentlich? Also von euch kommt da ja keiner hin, das ist klar. Und ihr kommt auch nicht dahin, ne? Das ist wirklich nur euer Range. Ja, halt mit einer Silberlanze. Aber ist auch der einzige Typ, der mich da erreicht. Wahrscheinlich ist es eh wieder Squad AI, das heißt, hier gibt's Probleme, eventuell. Weil zwei Hits tankt Cecil nicht, das ist zu viel für sie. Einer ist immer drin, recht safe, ne, aber das ist halt auch, das sind hier schon Kaliber wieder, die Drachenritter. Das ist klar, 40 Damage sind bei ihr halt 31, das ist halt utopisch viel leider. Ist halt eine anfälligere Falkenritterin, aber eine sehr willkommene Einheit jederzeit. Hey, guck mal, die Höhle kann man auch voll gut nutzen. Verteidigung 1, AB plus 20 ist doch immer schön. Wenn da noch jemand spawnen sollte, vielleicht stellt man eine defensive Einheit hin, keine Ahnung. Hier kann man ja niemanden mehr ausschalten. Sollte es auch nicht probieren überhaupt erst. Ah, ich weiß nicht, wie ich am besten pushe. Ich meine, sie kann relativ safe unlocken. Das ist eigentlich unsere beste Möglichkeit sogar, würde ich fast behaupten. Aber dafür brauchen wir noch eine Runde. Damit das funktionieren kann. Die müssen wir wirklich noch ausschöpfen, was? Weil da hätte ich ganz gerne einfach Palla drin stehen erstmal. Mit einer Breitaxt. Um ein bisschen Waffendreiecksvorteil noch rauszuholen. Ich meine, dann kann Cecilia auch ein bisschen helfen, supporttechnisch, nur einfach mit reingestellt, dass das ein bisschen vorwärts geht. Ich habe extrem viele Bogenschützen, daran soll es nicht mangeln. Aber dann müssen wir natürlich auch in einem Gebiet stehen, wo wir rankommen überhaupt mit Schützen. Und die hier sind natürlich trotzdem ein Problem. Das wird sehr interessant, glaube ich. Okay, wir gehen jetzt erstmal darüber. Gehen wir vielleicht sogar in die Festung, weil Katria ist ja an sich versorgt erstmal, ja. Ist, denke ich, vernünftig. Wir stellen uns sogar in den Wald rein. Zur Not ist Katria ja auch einigermaßen robust gebaut. Das sollte auch kein Problem darstellen. Dann stellt sich Palla jetzt da rein mit einer Breitaxt. Und wir verteilen noch ein bisschen Healing. Oh, ein Glück, Leute. Minerva, endlich. Bekommt gerade. Jetzt doppelt sie so zum Beispiel auch Drachenritter, ne? Zane braucht eigentlich keine Heilung, wird sich wahrscheinlich bald zurückverwandeln. Aber Cecil ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr gutes Ziel hier für uns. Das sollte man dringend machen. Mal gucken, ob wir irgendwas mit Tiki überhaupt machen können. Gut, wir können mit Tiki die ganzen Stärkungsleute später umräumen. Das sind ja auch alles weiterentwickelte Bischöfe hier. Das gibt ordentlich Pluspunkte. Vor allem, weil wir halt auch Feuerstein nutzen können. Der einzige, der was droppt, ist der Erholungstyp. Das heißt, den werde ich eventuell umboxen. Wobei, der wird wahrscheinlich auch nur Stärkung nutzen. Das heißt, wir können enorm gut trainieren, einfach weil die halt alle Stärkung nutzen. Und die sich wahrscheinlich auch gegenseitig hochheilen, wenn wir ein bisschen trainieren wollen. Das ist voll praktisch. Das stimmt natürlich, ne? Das geht natürlich auch. Richtig cool, Leute. Aber ich habe halt, wie gesagt, keine Ahnung, woher die Verstärkung kommen wird. Wir brauchen vielleicht eine gewisse Nachhut, um sicherzustellen, dass hier alles klappt. Ich werde den Speicherpunkt, glaube ich, jetzt einfach mal nutzen an der Stelle. Alles klar, Leute. Genau, dann haben wir uns sozusagen erstmal uns darum gekümmert und müssen jetzt dann einen vollen Push darüber wagen, zu dieser Festung. Mit enorm vielen gefährlichen Einheiten, aber wenn wir da durchkommen, dann wird das super. Freue ich mich schon drauf. Und mal sehen, wie es mit Verstärkungen aussieht. Aber ich bin mir ganz sicher, da kommt noch was. Weil sonst wäre es ja fast schon wieder ein bisschen zu leicht. Ne? Sonst würde man hier im Luftkampf erstmal die vier ausschalten. Ja gut, okay, zugegeben, das hier ändert trotzdem nicht viel, weil das ist halt schon eine Hausnummer, ne? So viele Generäle mit solchen Stats zu haben. Das ist schon gruselig. Alle mit 20 Speed, 1 Speed mehr und sie werden gecapped. Witzig. Aber okay. Beim nächsten Mal geht es weiter, Leute. Ich denke, das war ein schöner Start, wie gesagt. Und dann wollen wir nochmal sehen, ob wir das hinbekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.